Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal ganz leckere Haselnusskekse mit Milchkaramellfüllung. Dieses Video werde ich auch euch in der Infobox verlinken und möchtet ihr sehen, wie ich die jetzt herstelle, dann bleibt unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Haselnusskekse brauchen wir Butter, Staubzucker, Mehl und Haselnüsse. Alle diese Zutaten können wir erst in die Kitchenette geben und dann so lange kneten, bis sie schön zu einem Teig gebunden sind. Wer den Geschmack etwas feiner oder gröber haben will, kann die Haselnüsse mit Mandeln oder Walnüsse austauschen. Sobald sich der Teig gut verbunden hat, knete ich den letzten Rest jetzt noch mit der Hand durch, packe dann den Teig in Frischhaltefolie und lasse ihn für eine Stunde im Kühlschrank rasten. Eine Stunde später kann ich den Teig dann wieder aus dem Kühlschrank rausnehmen und leicht durchkneten, bis er dann wieder schön elastisch wird. Dieser Teig wird durch den hohen Butteranteil sehr schnell weich und darum rolle ich diesen Teig immer zwischen zwei Silberplatten aus. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür habe ich am Ende ein perfektes Ergebnis. Für diesen Vorgang habe ich jetzt zwei Distanzstäbe verwendet, die braucht man nicht unbedingt, helfen aber ungemein. Sobald es der Teig wirklich schön gleichmäßig dünn ausgerollt worden ist, kommt es nochmal kurz in den Kühlschrank. Und sobald der Teig fest ist, kann ich jetzt auch schon die Silberplatte abziehen und mit den Ausstechen beginnen. Sollte hierbei der Teig wieder etwas die Form verlieren, kann man ihn wieder in den Kühlschrank geben und dann wieder weiter ausstechen. Fürs Backen lege ich jetzt alle meine ausgestochenen Stücke auf eine Silberplatte, diese verlinke ich euch in der Infobox. Und dann kommt das Ganze auch schon bei 165 Grad für 15 Minuten lange in den Ofen. Sobald sie dann goldbraun sind, kann man sie aus dem Ofen geben, auskühlen lassen und von der Silberplatte lösen. Ich fülle jetzt diese Haselnusskekse mit einem Milchkaramell, aber natürlich könnt ihr auch eure Kekse mit Nutella füllen. Jetzt noch vorsichtig zusammensetzen und unsere Milchkaramell-Haselnusskekse sind dann auch schon fertig. Somit bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen und man sieht sich bei dem nächsten Video.